Tagchen, ihr Lieben. Ich dachte, heute beginnt erstmal, was ich schon angekündigt hatte, dieses Lippenstift-Video, diese Aufträge. Ich werde heute mit der Kategorie Braun anfangen und ich werde versuchen, so viel wie möglich aufzutragen auf meine Lippen. Werde natürlich zwischendurch auch swatchen, aber swatchen ist für mich nicht, also ich swatche selber im Laden auch nie, sondern gucke mir eine Farbe an und wenn sie mir gefällt, dann nehme ich sie mit nach Hause. Da kam es aber auch schon tatsächlich zu Fehlkäufen, dass es dann nicht zu meinem Typen gepasst hat oder Lippen sehr tot wirken. Wird man bestimmt bei einigen, die ich euch heute aus meiner braunen Richtung präsentiere, sehen. Da wird es welche geben, die mir wirklich nicht so hundertprozentig stehen, aber darum geht es jetzt auch selbst nicht, sondern ihr könnt dann gucken, oh ja, die Farbe, die ist aber cool, vielleicht vom Hautton, vom Typen. Blond ist natürlich immer ein bisschen schwer. Weiß ich, mir tut es auch immer leid, wenn, ja, wenn man sich nicht so ein bisschen identifizieren kann an meiner Person, aber vielleicht könnt ihr das ja doch so ein bisschen switchen und sagen, okay, doch, der Ton würde mir auch stehen. Ja, ich habe hier meinen Herzchenspiegel ohne Batterie, ohne Lampe, der dient einfach wirklich nur dazu, dass ich hier so ein bisschen besser kontrollieren kann. Hintergrund ist heute schwarz. Ich probiere mich ja mit allem durch, ne? Den grünen Screen, wollte ich sagen. Den Greenscreen, den habe ich hier neben zu stehen. Ich sehe gerade, das ist ein Schlitz. So. Und habe das Ganze ausgeleuchtet. Ich denke, das ist ganz gut, um neutrale Farben super wiederzugeben. Denn ich muss sagen, mit einem Greenscreen, ja, der ist ja eigentlich dafür da, dass man die Hintergründe schön machen kann. Aber mir ist es zu aufwendig, wenn ich was Grünes hochhalte oder was Grünes anhabe, dann ist dieses Detail total verschwunden. Deswegen probiere ich es jetzt mit einem Black Screen. Ich glaube, da kann man auch ein paar Hintergründe einarbeiten, damit es ein bisschen freundlicher wirkt. Aber ich will jetzt ja auch keine düstere Stimmung reinbringen. Das ist ein ganz normaler Hintergrund. Und falls es euch zu dunkel ist, dann tut es mir leid. Aber ich hoffe, dass die Farben einfach viel, viel besser zu erkennen sind. Fangen wir mal an mit Lippenstiften, wo ich denke, die kriege ich sehr leicht weg. Oh, ey, die Ringleuchte, die macht mich. Ich schiel schon, ich gucke schon neben der Kamera. Ja, ist hardcore. Das war einer. Nee, das war er gar nicht. Und zwar Zuschauerin Devin, also ich weiß ja, dass du anders heißt, und Shopping Queen fanden tatsächlich den Lippenstift aus meinem Vlog total schön. Und ich muss sagen, genau bei der Sequenz dachte ich, oh Gott, das sieht aber ein bisschen dunkel aus. Ich fand ihn aber vom Farbtönen auch. Vom Farbton auch sehr schön von Essence. Ich weiß nicht, ob es die noch so gibt. Die haben so eine Hülle und das wäre der Lippenstift dazu. Hinten sieht es so aus und ich trage ihn jetzt extra nochmal auf. Sieht aus wie ein Schnurrbart. Ich höre dann auf hier in der Ecke und mache dann erstmal unten weiter. Also der ist schon schön, aber ich muss mich selber erstmal dran gewöhnen. Deswegen habe ich im Vlog so gesagt, so, holla. Also ich muss sagen, der blutet schon ein bisschen aus. Das heißt, der geht schon so ein bisschen in die Lippenfältchen oder man kriegt ihn auch nicht so genau rauf. Aber ich finde den auch schön. Also sonst hätte ich ihn ja nicht getragen. Trotzdem ist es ein Gewöhnungsbild, ne? Man muss sich erstmal wieder da reinfinden, wenn man eher so ein Rotträger wie ich ist, dann eine ganz andere Nuance zu tragen. Er ist wunderbar, schön. Man hat auch nicht das Gefühl, dass er sofort abgehen würde. Ich zeige es jetzt nur für die Leute oder für sehr, sehr junge Leute, wenn sie den Trick noch nicht kennen. Entweder so oder das Ausbluten verhindern, indem wir überschüssige Fette rausnehmen. Natürlich sieht man dann immer die Farbstoffe dazu und dann hat man das Ganze schon viel, viel schöner. Und wenn ihr kein Gloss tragen wollt, der glänzt und ihr das Matte nicht wollt, dann wisst ihr, gehe ich mit einem Highlight darüber. Ich schnappe mir jetzt einfach nur mal wahllos ein.
Das wäre der von Catrice. Bronzing Powder. Ach, den hatte ich mit Absicht in mein Fach für Highlighter gepackt. Und dann könnt ihr den vielfältig mit Glanz besetzen, ohne dass ihr da so eine Glossschicht drüber habt, sondern könnt das Ganze auch so ändern. Also finde ich auf jeden Fall schön. Der bleibt auch in meiner braunen Kategorie. Die 14 matt, matt, matt. So, runter damit. Doch, das geht. Ich möchte so viel für euch auftragen, wie es geht. Passt mal auf, nach dem dritten Lippenstift habe ich so ein Volumen. Kenne ich schon aus den anderen Videos. Ich glaube, vor 3 Jahren hatte ich schon mal so ein Ding gemacht. So, abtupfen, damit die Feuchtigkeit vom Kosmetiktuch hier nichts beeinträchtigt. Dann gehen wir weiter und ich denke, dass euch der dann auch gefallen wird. Das ist der Ultra Last Instant Color, ebenfalls von Essence in der 05. Essence Käppchen. Und das ist diese etwas aschige Note mit einem Touch Violett. Huch, oh Gott, warum geht denn der rein? Ja, und das sind eher so pflegende. Also ihr seht bestimmt auch den Glanz. Das ist ein Pflegestift in der 05, aber ich glaube, ich weiß es nicht mehr. Aber ungefähr würde dann so ein lila aschiger Ton bei einem Typen wie euch aussehen. Jo, finde ich auch ganz schön. So, kommen wir zu dem nächsten Braun. Dann kommen wir zum nächsten Ultimate Matt 050. Der ist von Catrice. Wie der Name schon sagt, matt. Der hat so einen Velvet-Look. Ich zeige euch den mal. Könnt ihr den sehen? Seht ihr, wie der so richtig schön? Velvet, richtig toll. Der wurde ein bisschen sehr schief, aber auch eine wunderschöne Farbe. Ultimate Matt 050. Man hat trotzdem ein cremiges Gefühl, zieht aber noch ein bisschen weg und zur Not dann auch wieder ausbluten oder den Fettbestand mit einem trockenen Kosmetiktuch abnehmen und auch hier wieder mit einem Highlighter eurer Wahl oder ihr mögt Lipgloss, dann ist es natürlich für euch sehr toll. Nur mit Lipgloss dürft ihr nicht vergessen, habt ihr dann wieder diese Fette einfach drin und da müsst ihr dann aufpassen, weil es dann doch sehr verschmieren kann und der Lippenstift hält vielleicht auch nicht so lange an, wie ihr wollt. Also mit Überschuss abnehmen und einem Highlighter als Glanzeffekt fährt man gut, wenn man wirklich nicht dieses Schmatterhaftige möchte oder den länger drauf haben möchte oder eine Raucherin ist. Ist keine Werbung für Rauchen, wissen wir alle, ist doof. Aber oder viel trinkt, ja, an einer Flasche, wenn man viel Fitness macht oder wirklich an den Tassen. Nicht jeder mag das, ich auch nicht. Und bin dann immer froh, dass so viel Feuchtigkeit von meinen Lippen weg ist, wie es nur geht. Dieses Raucherbeispiel ist immer bescheuert. Ja, und das wäre der. Auch der wird definitiv bei mir bleiben, weil ich finde, der steht mir. Also ich fühle mich damit sehr, sehr wohl. Ist auch ein warmerer Ton, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Also ich kann nur wirklich bis dahin gucken und dann kommt schon die Ringleuchte, wo ich halt blind werde. So, wieder runter. Ja, und jetzt seht ihr das. Jetzt ist das überschüssige Fett einfach weg. Der ist schön matt. Ihr kriegt dadurch auch noch vollere Lippen. Am Zahn habe ich auch schon was. Den Demi 080 von Catrice. Ja. Und auch wieder so ein Velvet. Seht ihr diese samtige Oberfläche oben, wenn ich den so drehe? Total schön. Hat so einen leichten bärigen Anteil. Ja. Auch ein super schöner Ton. Finde ich auch. Fühle ich mich wohl, steht mir, also wenn ich nach meiner Person gehe, fühle ich mich mit diesem wohl und der steht mir auch. Natürlich sind die Empfinden immer anders, trotzdem werde ich den behalten. Der hat so eine schöne, leichte, bärige Note, total toll. Auch wieder sehr pflegend im ersten Moment, aber ich denke, das wird sich dann auch wieder später so ein bisschen wegziehen, dieses Fett. Fett. Fett, also zur Zeit. Nee, zurzeit, Miranda, klar. Immer.
Das ist auch ganz gut. So seht ihr mal, wie schnell man das wegkriegt. Ich nehme jetzt hier tatsächlich nur diese Waschlappen. Ich benutze jetzt das zweite davon, weil das andere schon voll war. Hier ist nicht mal Make-up-Entferner drin für Seitenextrakt für empfindliche Haut. Mit Seitenextrakt für empfindliche Haut. Ja. Aber es klappt, man kriegt alles runter. Und ich merke jetzt doch schon so eine Spannung und einzelne Hautschüppchen. Naja, das ist ja auch mein Bier. Ich habe euch ja versprochen, dass ich das mache. Für die Leute, die Interesse haben. Von Essence, Wanted Sunset Dreamers, Marble Lipstick. Das war einer, den hat mir Giselle gegeben, weil sie den aussortiert hat. Das war dieser Marble-Effekt, Batik-Muster. Und jo, ich zeige euch die Kappe einfach mal so rein. Das wäre die Kappe davon. So sieht das aus. Manchmal im Internet findet man ja trotzdem noch die Limited Editions, auch wenn sie schon weg sind. Jetzt muss ich hier schon meinen Kopf wegmachen. Ich mache mal kurz meinen Kopf weg. Seht ihr, wie der schmilzt? Der glänzt total, der wird weich wie Butter, sobald er mit einer Wärme in Verbindung kommt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass er mir tatsächlich steht. Im Spiegel habe ich gedacht, so, oh, das ist der, die ich vom Ton oftmals nicht tragen kann, wo ich so Lippen einer nicht böse gemeint Wasserleiche besitze oder generell macht ein blöder Vergleich, einfach ein blöder Vergleich, aber ihr kennt diesen Ausdruck, dass man da so Leichenlippen kriegt. Und das muss ich sagen, so auf Ferne ist es gar nicht so schlimm. Also es kommt natürlich darauf an, was man trägt, ne? Vielleicht passt jetzt zu grau auch nicht wirklich alles, aber ich wollte es neutral halten. Nur doch, also der gefällt mir ganz gut. Aber sehr fetthaltig. Sehr, sehr fetthaltig. Trotzdem eine interessante Mischung. Oh ja, das sieht man dann schon daran. Umso fetthaltiger, desto mehr bekommt er dann natürlich auch ab. Und dann ist auch fast gar nichts mehr auf der Lippe. Ob ich den toll finde, wenn man sowas dann sieht? Nö. Das wäre mir dann wahrscheinlich zu schmierig und deswegen, Gott sei Dank teste ich das, muss ich den leider zur Seite stellen, weil das bringt mir nichts. Ich werde ihn dann auftragen und weiß, der ist dann hundertprozentig, wenn ich was esse oder trinke, sofort runter und wäre ja Quatsch, wenn ich den behalte. Also der kommt schon mal raus, hat mir aber vom Ton super gut gefallen. Dann kommen wir zu Art Deco, das ist ein Glitzer, Lip Brilliance. Mit der 25. Ja, das ist aber eher so ein Gloss. Ich drehe den mal kurz für euch. Eingefärbte Glosse finde ich ja dann wieder klasse. Der hat hier so eine beige. Muss mal kurz meinen Schnabel halten. Ich habe den schon ziemlich lange. Eine beige Konsistenz. Also einen beigefarbenen Ton würde mich vielleicht gar nicht so stören, weil er eben eingefärbt ist. Ich lasse den erstmal noch. Machen wir weiter mit dem Revival de Loop. Die mag ich auch. Das sind die Long Lasting und Matt Lip Glosse. Ich hoffe, das ist keine 40. Moment, nee, 04. Auch ein super schöner Ton. Den habe ich übrigens wirklich sehr, sehr oft getragen und die halten wirklich auch ein paar Stunden. Sind zwar jetzt nicht so haltbar, wie man das von Astor, Manhattan oder Maybelline kennt, aber die halten auf jeden Fall gut mit. Ist ein schönes Schokobraun. Und die kann man sich einfach besser. Nee, das war schief. Die kann man sich einfach auch besser. Also ich, nicht die. Ich rede von mir. Die kann ich mir besser auf die Lippen setzen, da geht der Rand super gut, ohne dass was ausblutet. Und jetzt lasse ich das einfach trocknen, umso schwieriger wird es natürlich, das Ganze abzukriegen. Aber das wäre eine Variante, die wirklich länger hält. Also verspreche ich euch. Okay, versprechen kann ich es euch nicht, je nachdem. Aber den würde ich wirklich in die Kategorie für lange Freude an der Farbe auf den Lippen. Doch, also ich kann jetzt nicht meine Hand für euch ins Feuer legen. Aber wenn man mich fragt, würde ich den total loben. Ja,
Revival Loop. Aber ich weiß, die gibt es jetzt auch von Revival Loves Me, einfach nur eine andere Aufmachung. Jetzt sieht man schon, dass der wieder total matt ist. Und jetzt wird schwer. Ich probiere mal. Hier ist von Trended Up ein Hypnosis Lipgloss. Ein Lipgloss. Deswegen werde ich diesen, halte ihn kurz rein. Deswegen werde ich diesen einfach mal über die Lippen ziehen, wie der überbraun wirkt. Hat ja so einen Chamäleon-Effekt. Seht ihr das? Je nachdem. Und viele suchen ja so einen Hololip-Gloss und finden ihn nicht. Wenn es ihn gibt, guckt einfach mal nach. Ich zeige euch das hier nochmal. Prima. Also, je nachdem, wo man hinguckt und wie das Licht reflektiert, hat man da einen super schönen Effekt. So, jetzt habe ich ein Problem. Ich glaube, mit den Waschtüchern werde ich jetzt nicht mehr weit kommen mit einem Long-Lasting Liquid. Das heißt, ich muss jetzt gleich überswitchen zu Make-up-Tüchern. Aber so seht ihr gleich mal, was ich meine, ne? Dass Revival Loop oder Revival Loves Me bestens mithalten kann. Make-up-Tücher. Das verspricht von Nivea, es reinigt Wasserfestes, damit muss es klappen. Aber einfach nur zur Demonstration, dass dieser sehr gut hält und warum ich ihn empfehlen würde. Man muss wirklich schon sehr doll rubbeln und langsam brennt mir auch mein Gesicht, meine Lippen. Oh, was ist denn hier für ein Stoff drin? Den vertrage ich ja gar nicht. Für trockene Haut. Und ich bin ein trockener Typ. Oh, die brennen ja richtig. Also klar, darf man jetzt auch nicht vergessen, ich bin ja hier die ganze Zeit am Rumrubbeln. Aber das wird gerade heiß und brennt. Naja, habt ihr ja nichts mit zu tun. Dann haben wir hier von P2 Liquid Lipstick. Ich weiß, es gibt noch einige Produkte von P2 Chrome Matt. Flüssiger Lippenstift mit Chrome Matt Effekt. Bis zu 8 Stunden halt. Kann ich, glaube ich, gar nicht zu sagen. Das ist die 100 Moxie. Moment. 100 Moxie. Krass. Ich wusste gar nicht, dass ich so einen besitze. Der sieht ja aus wie Burlesque, der rote. Ihr habt hier einen richtig schönen Metallic, aber in einer dunklen Richtung. Ja, auch ein schöner. Ich muss ehrlich sagen, den habe ich nie so wahrgenommen. 100 Moxie Crash von P2. Das wäre dieser. Doch, der gefällt mir erstaunlicherweise gut. Dann haben wir hier einen Metallic Foil von. Och, herrje. Was ist ein Color Sensational? Von welcher Marke ist der? Hier steht nichts drauf. Aber mir kommt es voll bekannt vor. Oh Gott. Hier ist leider am Boden nichts. Mache ich ihn hier mal kurz rüber. Der ähnelt ziemlich diesem P2. Der hat noch ein bisschen rostbrauner. Jetzt seht ihr die Lippe oben und unten mit diesem. Und das ist eine ganz, ganz dünne, ja, Foil. Stimmt, wie so ein ganz, ganz dünnes Wasser-Liquid. Fühlt sich wirklich an wie Wasser. Ist aber auch fast identisch, ne? Also gut, dann, falls euch diese Farbe an der Unterlippe gefällt, Quatsch. Dann ist dieser hier vergleichbar, P200 Moxie Crash. So, ich schwitze schon an, ne? Meine Unterlippe wird immer dicker. Dann haben wir hier von Revival Loves Me. Da habt ihr jetzt die gute Chance, das sind wirklich aktuelle Mattitude Matte Liquid Lipsticks. Das ist auch ein schönes Braun. 05 Desirable, habe ich das richtig gelesen? Wo ist es denn? Da. Da habe ich euch das gezeigt. Ich sehe meine oberen Linien gar nicht mehr von der Lippe. Die sind alle so durchblutet. Oh doch, zieht ziemlich schnell weg. Wird jetzt schon, glaube ich, von der Optik matt. Ich merke das richtig so. Weg ist das Fett.
auch ein schöner Ton. Ja. Dann haben wir hier von Art Deco noch ein Lip Gloss Glamour Gloss. Naja, ich glaube, der dürfte jetzt schon fast umgekippt sein. Nee, stinkt nicht. Oh, das ist auch eine schöne Kombi. Genau das meine ich. Das ersetze ich dann mit dem Highlight, den ich mir dann rüber mache. Und hier ist die Version einfach nur klebriger. Aber ihr habt den gleichen Look oder die gleiche Optik. Nur dann trockener und hier klebriger. Ja, der ist leider geil. Werde ich behalten. Art Deco Glamour Gloss. Ich halte es nochmal rein. Sehr, 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 sehr schön. Mit einigen Bronzeartikeln, beigefarben. Oh shit. Also der von Revell Loves Me, der hängt auch gerade ein bisschen. Das heißt, der hält wirklich gut. Jo, hier haben wir Jeffree Star. Ulule Liquid Lipstick. Weiß ich auch nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Androgynie. Androgyny oder so Androgyny, keine Ahnung. Schöner brauner Ton. Ja, der Auftrag ist auch super schön pflegend weich. Applikator gefällt mir hier auch gut, der ist so ein bisschen angeschrägt. Wundert euch nicht, dass ich einige Videos zwischendurch manchmal rausschieße. Jetzt, wo man wieder nageln darf, haben sich auch so einige Kunden wieder gemeldet. Naja, ist ja ganz klar. Also ich hätte auch keinen Bock, wenn immer auf zu, auf zu, auf zu. Die müssen ja dann auch sehen, müssen sie dann wieder zur Vollmodellage kommen. Kann man das auffüllen in dem Zeitraum? Weil der Start macht ja gerade hin und her. Und da ich weiß, dass ich dann ab morgen bis Ende der Woche Nägel mache, fast täglich, drehe ich das hier vor und hoffe, dass ich das dann nachts oder zwischendurch bearbeiten kann für euch. Oh, wunderschön. Ich weiß, man kann halten von ihm, was man will, aber darf man nicht an der Kosmetik schlecht machen, ja? Also ich meine jetzt nicht vom Typen her, sondern von den ganzen Schlagzeilen, wo ich sowieso immer nur das glaube, was mich persönlich betreffen würde und was ich schwarz auf weiß lese. Wenn es um Kapital geht, dann ist das immer schon eine sehr heikle Angelegenheit. Natürlich keine schönen Schlagzeilen, aber dafür kann die Kosmetik von ihm nichts und ich finde die klasse. Ich sag's euch nochmal an, ich halte es euch einfach rein, damit ihr euch nicht totlacht, wie ich das ausspreche. Werde ich natürlich auch behalten, habe ich hier überhaupt irgendwas aussortiert. Diesen Marvel. Toll. Jetzt haben wir nochmal so ein Essence Melted Chrome Liquid Lipstick, das wäre dieser. Das wäre die 03 Copper Dropper. Da weiß ich aber auch nicht, ob ihr den noch kriegt, aber manchmal ist es ja so. Oder einfach nur in einer ähnlichen Art. Es wiederholt sich ja in der Theke alles. Das gibt ja keine neuen Farben, sondern immer nur so Farbnuancen. Kann euch ja mal hier so ein bisschen swatchen, dass ihr das seht. Das ist so ein schöner reflektierender Metallic Lipstick und ich glaube auch ein haltbarer, wenn mich nicht alles täuscht. Naja, ich werde ihn mir jetzt einfach mal demonstrativ hier rüber. Oh ja. Oben matt Jeffree Star und unten mit diesem super schönen Matted Chrome Liquid Lipstick. Habe ich euch die Farbe gesagt, ich Dummkopf? Habe ich nicht, wa? Ach doch, 03 Copper Dropper? Oder habe ich es gedacht? Ich habe keine Ahnung. Oh doch, da holt man aber nochmal bombig viel an Lippenvolumen raus. Sehr, sehr schön. Gefällt mir auch gut. Behalte ich. Das ist so eine Firma. Schenge. Die habe ich total gemocht und finde auch sehr viele Highlighter von denen schön. Entschuldigung. Nur Liquid Lipsticks. Skinny Dip heißt der. Das wäre dieser. Und eigentlich sind die auch hoch gut haltbar. Ich glaube, das ist jetzt so ein Leichenton.
Oder ich sage bei der Bearbeitung so, oh mein Gott, nicht dein Ernst. Obwohl ich den toll finde jetzt zum Grau, aber ist normalerweise nicht so mein Farbliebling. Und einfach nur so ein Lipgloss. Ja, da steht sie auch drauf. Nudes Collection Lipgloss Skinny Dip. Trotzdem finde ich den nicht schlecht. Also es gibt keinen Grund, den wirklich auszusortieren. Ich kann euch sagen, wie lange das jetzt war. Wir haben jetzt 43,7, also 43 Minuten und 7 Sekunden, aber ich werde das Ganze kürzen. Hier, ja, der Foil sitzt. Das war dieser hier, der auch richtig schön aussah. Der sitzt bombig fest. Also wenn man den drüber macht, dann versiegelt der, glaube ich, sogar Lippenstifte, die nicht long-lasting sind. So, kommen wir jetzt zum letzten. Oh, die Schrift. Gems and Roses in der 132. Oder ist es eine 137? Das ist genau der Stempel. Ne, die 132 Gems and Roses. Und das ist auch wieder ein Metallic. Der Applikator ist auch richtig schön weich. Der nimmt auch viel auf. Das heißt, für den ersten Auftrag reicht das auch absolut. Ich habe ja noch zwei andere von MAC, die long-lasting sein sollen. Aber bis jetzt habe ich bei MAC, wenn ich ehrlich bin, keinen gefunden, der mit Maybelline, Manhattan, Astor oder River Loves Me trendet ab. Da gibt es gute und bessere, die wirklich länger halten. Und das für viel, viel weniger Geld. Trotzdem keine Frage, ist das ein super schöner Lippenstift und gehört. Es gibt eben Lippenstifte aus der Drogerie, die toppen das Ganze nochmal in meinen Augen und das, was ich so vom Gebrauch her kenne, beim Essen, beim Trinken, bei allem, was man so tagsüber macht. Es war für mich auch schön, mal wieder zu sehen, dass hier doch so Farben drin liegen, wo man denkt, ach nee, ist nicht so meins. Dabei ist es gar nicht so schlimm, wenn man es probiert. Ja, dann bedanke ich mich bei euch. Komischerweise finde ich das gar nicht so schlimm. Ich habe mir das viel, viel schlimmer vorgestellt, dass der dunkle Hintergrund alles verhaut und ich mir denke so, oh krass, das ist ein bisschen sehr dunkel. Also viele mögen ja wirklich nicht schwarz oder fühlen sich dadurch so ein bisschen, ja, nicht in der Stimmung. Doch gar nicht so schlimm, ne? Das ist so ein bisschen Farbe. Nee, aber es ging mir einfach nur wirklich darum, dass man die Farben so gut es geht, originalgetreu erkennen kann, weil das bringt ja nichts, wenn ich euch da Nuancen vorsetze, wo ihr dann in den Laden geht und sagt so, oh Gott, kriegt da einen Schreck. Das sah aber bei ihr total anders aus. Und ich hoffe, dass es mal alles gut ging. Einen super schönen Tag, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Wenn es wahrscheinlich mit Rot oder Nude-Töne weitergeht, könnt ihr mir reinschreiben. Ich hatte Rosa, Rot, Nude und ein paar Glosse noch. Also wenn ihr da spezieller irgendwas sehen wollt, dann könnt ihr mir das ruhig in die Kommentare schreiben. Dann fange ich damit eben an. Und ja, ich bin weg. Tschüss, macht's gut. Ciao, ciao.